Herzlich willkommen zum Videotutorial zu GeoGebra zum Thema GeoGebra Tube. Nun Teil 2. Im ersten Teil habe ich Ihnen ja die Oberfläche von GeoGebra Tube vorgestellt, gezeigt, wie man Dokumente von anderen Teilnehmern in eine eigene Sammlung einfügen kann, wie man sucht, und nun soll es darum gehen, wie man ein eigenes Dokument hochladen kann. Gehen wir noch mal kurz auf GeoGebra Tube. Es gibt ja hier auf der Startseite zwei Knöpfe, zum Beispiel zum Material hochladen. Diesen Knopf können Sie zwar verwenden, um ein fertiges GeoGebra-Dokument einzubauen. Wichtiger ist es aber, wenn Sie andere Dokumente als Arbeitsblätter einbauen wollen, nämlich dann, wenn Sie zum Beispiel ein Werkzeug hochladen wollen oder einen Hinweis auf eine Webadresse angeben wollen, wie zum Beispiel ein Buch oder ein vorgefertigtes Arbeitsblatt, das als HTML-Datei hochgeladen worden ist. Nun möchte ich Ihnen aber zeigen, wie wir das Ganze direkt von GeoGebra aus machen können, denn es ist extrem einfach, direkt von GeoGebra heraus sich das Material hochzuladen. Zunächst mal, ich habe hier eine Zeichnung erstellt. Wichtig, das Ganze funktioniert jetzt nur mit der neuesten Version 4.0. Um sicher zu sein, dass Sie die Version haben, könnten Sie gucken auf Lizenz und da steht dann hier 4.0. Vor dem Einfügen bringen Sie Ihr Dokument bzw. Ihre Grafikansicht in die Form, in der Sie das Ganze dann auch zeigen wollen. Das heißt, in diesem Fall, da es ein rein geometrisches Thema ist, werde ich die Algebra-Ansicht schließen und das ganze Bild etwas verkleinern, indem ich die Zeichnung nach links oben schiebe und dann das Fenster auch verkleinere. Das ist die Größe, die ausreichend ist, um die Entdeckung zu machen, die gemacht werden soll. Um die Werkzeuge hier oben muss ich mich nicht kümmern, denn das Ganze kann ich dann nachträglich auch noch einstellen. Von der Exportmöglichkeit als HTML-Dokument kennen Sie ja wahrscheinlich die Möglichkeit, dass ich über und unterhalb des Textes etwas einfügen kann, also Informationen für den Benutzer. Das könnte ich vor dem Export auch machen und wir machen es auch mal, dass wir also sehen, dass diese Informationen gerade übernommen werden. Also Titel, es ging ja hier um Satz des Tales und als Anweisung schreibe ich ein bisschen Text. So, den Text habe ich jetzt eingefügt. Ich könnte jetzt hier direkt nach GeoGebra Tube hochladen. Wir nutzen aber den Befehl, der im Dateimenü zu finden ist. Auch wenn ich jetzt hier auf Abbrechen klicke, der Text bleibt trotzdem erhalten. Und ich wähle jetzt hier direkt im Dateimenü den Befehl veröffentlichen. Sie sehen, dass ich in meinem Browser, den ich in diesem Fall schon geöffnet hatte, direkt eine Seite neu angezeigt bekomme in GeoGebra Tube. Für den Fall, dass Sie gerade nicht angemeldet sind, also das heißt, es ist kein Cookie mit existierenden Anmeldeinformationen vorhanden, müssen Sie sich anmelden, anders geht es nicht. Was man auch sieht, ich habe jetzt hier eine Übersichtsseite und das sind eben die Informationen, die die Schüler bekommen. Es wurde unter anderem, der Titel findet sich hier jetzt nicht auf der Schülerseite, nein, aber den Text, den ich eingetragen hatte, in der Beschreibung oberhalb, ist hier eingefügt worden. Und ich kann hier auch mein Dokument sehen. Das ist ein kleiner Darstellungsfehler. Ich kann hier noch etwas einstellen, wie zum Beispiel zeige die Werkzeugleiste oder andere Dinge. Applet-Größe automatisch finden, kann man erstmal anwählen. Auf Fortfahren bekomme ich die Überschrift und die Information für Lehre, wo ich dann auf jeden Fall auch etwas eintippen muss, sonst wird das nicht akzeptiert.
So, etwas eingetragen habe ich jetzt. Jetzt wähle ich noch aus die Sprache und das betreffende Zielalter. Das heißt, das wird bei uns etwa hier 15 bis 18 Jahre sein. Schlagwörter sind ganz wichtig, was ich schon im letzten Tutorial erklärt habe. Ich versuche das Ganze möglichst ausführlich zu beschreiben. Erstmal Pythagoras ist sicherlich schon ganz sinnvoll. Dann Geometrie, um es grob einzusortieren. Auf Englisch auch noch Geometry. Und das Stichwort Dreieck passt sicherlich auch noch. Dreieck auf Englisch Triangle. Das sollte erstmal reichen, um es zu finden oder auch später zu finden. So, und schon habe ich hier mein Material hochgeladen. Wir gucken uns mal kurz an, ob das okay ist, so wie es hier angezeigt wird. Man sieht hier oben jetzt den entsprechenden Text, den ich angegeben habe und die Überschrift. Und die Schüler bekommen alle anderen Informationen dazu nicht. Das Dokument ist verwendbar. Wir kontrollieren, ob es also auch noch das macht, was es soll. Vielleicht ganz interessant, die Adresse ist relativ kurz, wenn Sie sich mal die anschauen. Im Prinzip muss man den Schülern, wenn die schon ein paar Mal da gewesen sind, nur dieses hier hinten geben. Das heißt Material 1180 und den Rest, der bleibt immer gleich. Jetzt, was wir gerade gesehen hatten, die Größe war nicht so optimal berechnet. Deshalb gehe ich hier auf Bearbeiten. Und schaue hier, was hier als Höhe eingetragen ist. Ich vermute mal, dass die Größe 300 Pixel wahrscheinlich auch ausreicht. Ich speichere das Ganze und schaue mir das nochmal an, ob das okay ist. Ja, das sieht also ganz okay aus. So, nun möchte ich mein Dokument oder mein Arbeitsblatt noch in eine Sammlung einfügen. Wir kennen das Ganze ja schon. Für Geometrie habe ich noch keine Sammlung, also erzeuge ich mir eine neue und gebe der einen Titel. Was ganz interessant ist hier, ich kann auch eine Sammlung halt nicht sichtbar machen. Hier steht, ist Nein eingestellt, so können nur jene die Sammlung sehen, denen Sie einen direkten Link geben. Das eben, was eben geschieht, ist, dass auf meiner Übersichtsseite, also auf meiner der Seite mit meinem Profil, dass dann diese Sammlung nicht eingegeben ist. So, speichern. Und nun habe ich noch kein Dokument hier drin. Das Dokument füge ich ja, wie schon letztens gezeigt im ersten Tutorial über das Arbeitsblatt selber ein. Wir gehen mal hier auf mein Profil. Hier habe ich nicht nur meine Materialien, sondern auch meine Sammlung und noch etwas, was wir noch nicht angesprochen haben, Favoriten. Aber hier ist jetzt das Dokument Satz des Tales und das füge ich, wie schon bekannt, mit diesem Plus in die Sammlung Geometrie ein. So, nun habe ich unter meinen Materialien noch ein anderes Arbeitsblatt zum Thema Geometrie. Das füge ich auch gerade noch mal ein, damit wir noch etwas dazu machen können. Und zwar wollte ich Ihnen noch mal zeigen. Ich bin jetzt wieder auf die Übersicht gegangen, auf die Übersichtsseite und kann dann hier auf meine Sammlung gehen oder andere Möglichkeit auf die Sammlung zu kommen, ist hier von meinem Profil aus. Dieses Profil ist übrigens auch von anderen erreichbar. Umgekehrt kann ich natürlich auch die Profile von anderen erreichen. Wenn ich zum Beispiel einen Benutzer finde, der sehr häufig sehr schöne Zeichnungen hat, wie zum Beispiel der Daniel Montron, dann kann ich mir in seinem Profil das direkt anzeigen lassen und weiß dann vielleicht, wenn ich den Benutzer oder Besitzer halt kenne, dass er immer recht gute Bilder hat. So, jetzt gehe ich aber nochmal auf meine Sammlungen
Ich habe hier diese Geometriesammlung mit den zwei Materialien. Dieses kann ich zum Beispiel bearbeiten. Was dann erscheint, ist eine Übersichtsseite, also zu dieser Sammlung. Ich kann zum Beispiel die Reihenfolge ändern. Hier ist leider noch ein Fehler einprogrammiert, aber wenn ich mal wieder auf die Sammlung gehe, dann sieht man, dass sich die Reihenfolge geändert hat. So, nun möchte ich ja, noch kurz verweisen, was ich gerade eben schon angesprochen hatte, wo ist im Moment mein Profil, auf das Stichwort Favoriten. Und zwar ist Favoriten eine Möglichkeit, sich ein spezielles Material zu merken, ohne dass ich es gleich irgendwo einbaue. Das heißt, stellen Sie sich vor, Sie haben zum Beispiel hier auf der Übersichtsseite ein ganz interessantes Arbeitsblatt und brauchen es halt momentan nicht. Aber damit Sie es nicht vergessen, gibt es hier dieses kleine Herzchen, das man anklicken kann. Und dann hat man das Ganze als Favorit angelegt. Und in meinem Profil finde ich dann unter Favoriten unter anderem dann hier eben das Dokument, was ich gerade eben ausgesucht habe. Ich kann es auch wieder abwählen, indem ich auf die entsprechende Materialseite gehe und dann das Herzchen nochmal anklicke. Dann ist es farblos und das Dokument ist nicht mehr in meinen Favoriten drin. So, nun möchte ich noch was zu den Sammlungen zeigen. Und zwar gibt es bei den Sammlungen noch eine Möglichkeit. Ich gehe gerade mal hier rein. Bestimmte Ansichten zu erzeugen. Das eine ist, ich kann es als leerer schmökern. Das heißt, es wird mir zum Beispiel hier auf einer Seite alle Inhalte dieser Geometriesammlung angezeigt und ich kann einfach durchblättern, was hier ist. Man sieht hier, man kann hier weiterblättern. Ich habe jetzt halt nur zwei Stück drin. Eine andere Möglichkeit ist, ich gehe mal wieder zurück, vielleicht so rum, ist, dass ich hier die Möglichkeit habe, eine Version für Schüler zu erzeugen. Wie funktioniert das? Erstmal klicken wir natürlich drauf. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, verschiedene Dinge auszuwählen. Man sieht, es gibt eine Vorschau, wo angezeigt wird, wie das Ganze aussieht. Wir lassen mal zum Beispiel die Seitenleiste weg. Und automatisch angepasst zu jeder Variante, wie ich das Ganze bekomme oder wie ich das Ganze auswähle, wird mir hier unten ein spezieller Link erstellt. Den kopiere ich mir oder hier über die Zwischenlage kopieren und füge das in ein leeres Dokument ein. Und jetzt habe ich eine vereinfachte Ansicht, die die Überschrift der Sammlung enthält, die Überschrift des Dokumentes und hier in diesem Fall, so wie ich es eben gewählt habe, einen Link auf das nächste Dokument. Der Vorteil ist, ich muss, wenn ich den Schülern diesen Link angebe, sie nicht mit den anderen Dingen konfrontieren, die es da auf GeoGebraTube gibt. Wenn ich ein einzelnes Dokument anzeigen will, dann brauche ich natürlich das mit diesen Sammlungen oder mit der speziellen Darstellung für die Schüler nicht verwenden. Ich kann sie natürlich einfach auf ein Dokument schicken, das ich hier auswähle. Und ich schicke Ihnen einfach die Adresse für diesen Schülerlink. Es ist eine einfache Darstellung, Sie werden nicht von den anderen Sachen gestört. Ich habe eine relativ kurze Adresse und das ist eigentlich so das Wichtigste, wenn man Links an Schüler weitergeben will. So, ich hoffe nun, dass Sie GeoGebraTube ausreichend gut kennengelernt haben, um es zu nutzen. Wenn es noch Fragen gibt, wenden Sie sich am besten an das Forum auf der GeoGebra Homepage, das jetzt hier unter Gemeinschaft und dann Forum zu erreichen ist. Viel Spaß beim Ausprobieren!